Wie geht's euch denn? Uns geht's super. Wir sind ein bisschen übermüdet natürlich, wie es jungen Eltern so geht. Aber wir sind super glücklich und ja, es ist einfach spannende Zeit, weil einfach jeden Tag was Neues dazu kommt. Und wir sind super, super glücklich und erfüllt von dieser Zeit auf jeden Fall. Wie fühlt sich das Papa sein an? Toll, das beste Gefühl der Welt. Vor allem ist Papa sein die ersten Monate ganz anders, als man sich das vorstellt. Man denkt sich irgendwie, ja, der freut sich, wenn man ihn sieht. Stattdessen ist er natürlich noch sehr auf die Mutter, auf Janni fixiert irgendwie. Und weil man versucht als Vater halt irgendwie den beiden alles zu geben, was sie selber gerade noch nicht können oder nicht können, weil sie halt irgendwie, weil Janni die ganze Zeit sich um das Baby kümmert. Es ist eine tolle Zeit, einfach mal eine Familie zu haben und die unterstützen zu können, wo man kann. Wundervoll. Was können Sie in Sachen Babypflege? Ja, ich habe ziemlich drauf mit dem Windeln wechseln ab und zu und ansonsten bin ich halt derjenige, der den Haushalt schmeißt, gerade zu Hause kocht, dafür sorgt, dass Janni halt was Gesundes zu essen kriegt, was dann natürlich auch Emil Ocean von uns bekommt oder von ihr. Janni, wie sind denn so die Nächte? Erzählen Sie mal ein bisschen. Ich weiß es nicht. Also man vergisst ja so viel. Das ist ja so unglaublich schön von der Natur gemacht, dass man auch so viel vergisst. Also man kann wirklich die schlimmste Nacht haben. Es gibt Nächte, da bin ich nicht länger als eine halbe Stunde am Schlafen oder nicht länger als 20 Minuten. Da bin ich wirklich jede 20 Minuten, jede halbe Stunde irgendwie wach. Und man läuft rum, man macht so viel, man trägt ihn, man badet mitten in der Nacht, man macht irgendwie tausend Sachen. Und dann gibt es Nächte, dann ist er vielleicht 3 bis 4 Mal wach, aber durchgeschlafen hat er auf jeden Fall noch nicht. Aber man vergisst immer die schlimmen Sachen. Wenn er morgens lächelt, dann ist wirklich alles vergessen. Also dann ist es so. Das ist eigentlich wie jeden Morgen mit einem Hangover aufwachen. Man weiß nicht mehr genau, was letzte Nacht passiert ist. Ja, aber das gleiche Baby ist immer da. Und der gleiche Mann natürlich auch. Nicht so wie früher, oder was? Nein. Was macht er denn jetzt gerade da bei Ihnen? Der schläft. Er schläft tatsächlich, ja. Er hat viel getrunken eben noch. Wir haben im Auto noch mal gestillt. Und stillen ist ja wirklich was Tolles, weil man das auch überall machen kann, selbst in der Tragetasche und so. Und jetzt gerade schläft er. Deswegen rede ich auch ein bisschen leiser. Wir versuchen ganz leise zu sein. Wir haben ihn natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Es ist natürlich klar, dass wenn man weiß, dass man heute Abend irgendwie auf eine Veranstaltung geht, dann geht man nicht auch noch nachmittags im Supermarkt einkaufen und die Großeltern kommen vorbei, sondern es war ein ganz, ganz gemütlicher Tag irgendwie, der sehr ruhig war. Und Janni hat ihn im Auto jetzt gerade noch mal gestillt und das ist natürlich für ihn jetzt wahrscheinlich aufregend, das wird er unterbewusst irgendwie mitbekommen, aber genauso aufregend ist, wenn wir im Supermarkt, da ist es knallhell, dann ist da Supermarktradio und das darf man, glaube ich, alles nicht überbewerten und nicht alles so eng sehen. Und jetzt, können Sie sich noch weitere Babys vorstellen? Oh, jetzt haben wir erstmal eins hier. Das ist erstmal, und alles Weitere wird man sehen. Wir sind gespannt, ja, wir sind selber gespannt. Aber wir können es uns vorstellen, auf jeden Fall, durchaus. Ja, was sagt der Papa dazu? Also ich meine, ich glaube, dass jede Frau, die gerade eine Entbindung hinter sich hat, erstmal eine Ruhepause braucht irgendwie und sich ein bisschen erholen muss. Das ist, glaube ich, ganz normal, aber ich glaube, wir sind uns da schon einig, dass Emil Ocean kein Einzelkind wird. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er 1, 2, 3, 4, 5 Geschwister kriegt. Ja. Sind Sie schon mal wieder aufs Surfbrett gestiegen? Seitdem, ich fahre nur einmal Stand-Up-Paddle mit dem Kleinen auf dem Board. Und die nächsten Male surfen in Wellen werden wahrscheinlich erstmal ohne ihn sein, denke ich mal. Also ich glaube, da wird dann Peer am Strand aufpassen und die werden dann am Strand ein bisschen abchillen und ich werde dann wieder surfen gehen. Auf jeden Fall diesen Winter, wir haben gerade Tickets gebucht und es geht bald los. Ja. Frage ich Sie nochmal, er braucht ja nicht mithören, wie macht er sich denn als Papa? Was kann er alles? Sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut, weil er vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass es mir gut geht und das ist ja immer das Wichtigste, weil ich bin ja im Moment eine Mama ist ja die direkte also Bezugsperson für ein kleines Baby und da muss man vor allen Dingen natürlich sorgen, dass es mir einfach gut geht und Peer bekocht mich und macht sauber und wäscht die Wäsche und muss natürlich nebenbei noch arbeiten und das macht er wirklich super. Ja, massiert mir die Füße abends, also wirklich, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Schafft ihr es, beide so glücklich miteinander zu sein? Was ist euer Geheimnis? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir einfach von Anfang an auf unsere Instinkte gehört haben und unserem Gefühl gefolgt sind und einfach natürlich miteinander sind. Und einfach viel Kommunikation ist auch sehr wichtig, dass man offen über alles redet. Und aber ansonsten, also ich meine, es stimmt einfach zwischen uns. Also, ja. Ja, das Leben ist einfach wunderschön und wenn es Probleme gibt, dann werden die diskutiert aus der Welt geschafft, aber man hat permanent das ganz sichere Gefühl, dass man das ganze Leben zusammenbleibt und ganz viele tolle Abenteuer noch erleben kann und das macht jeden Tag so eine Freude aufzustehen und das zu wissen, ist einfach schön. Dankeschön. Dankeschön. Das Leben weitergehen.